und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich kaufe mir ein Pferd. Eigentlich müsste ich die Ausgaben mittlerweile umbenennen, weil wir jetzt insgesamt 3 Pferde hier in Folge kaufen werden. Und zwar sind wir hier oben bei Redwood Point. Das ist in den Wildwoods. Das müsst ihr erst freischalten, wenn ihr im Nebelfall seid. Ich glaube, ungefähr auf der Höhe gibt es eine Quest. Und dann reitet ihr mit ein paar anderen hier rein und müsst ein paar Quests hintereinander machen. Und dann habt ihr dieses Gebiet hier freigeschaltet. Und zwar möchte ich dieses Schnuckelchen hier neben mir haben. Wenn man dem in die Augen schaut, ich weiß nicht, dann kann man einfach an nichts Böses mehr denken. Es handelt sich um ein jorvegisches Urpferd. Dieses ist kältebeständig, hat eine Stärke von 4, eine Disziplin von 2 und eine Agilität von 1. Außerdem kann man es erst ab Level 9 kaufen und es kostet leider satte 975 Starcoins. Weshalb ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr stark mit mir am Hadern bin, wie viele ich mir jetzt hiervon hole. Aber ja, das möchte ich dann doch noch gerne haben. Zum Text. Den werde ich jetzt diesmal nicht mehr vorlesen. Wer diesen Text gerne anhören möchte, beziehungsweise ihr könnt euch den auch gerne durchlesen, indem ihr jetzt einfach mal zwischendurch auf die Pause-Taste drückt. Wenn ihr euch den anhören möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar in dem Video, was ich vor diesem hier hochgeladen habe, von dem anderen jorvikschen Urpferd, was ich hier geholt habe. Deswegen spare ich mir jetzt einfach mal diesen ganzen Text hier. Wie gesagt, bei Interesse gerne nochmal ja, woanders hören. Ich werde mir dieses Schnuckelchen jetzt hier erstmal holen. Hab mir auch schon einige Gedanken gemacht, muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was davon realisierbar ist. Deswegen schaue ich nochmal eben nach, welche Wörter wir jetzt benutzen können als Name. Und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. So, da sind wir wieder. Also hier habe ich es mir wirklich, wirklich nicht leicht gemacht. Ich habe dann am Ende zwischen Wild Heart und Wild Love geschwankt. Und ich denke, dass ich dabei bleiben werde, dass ich dieses Pferd Wild Heart, also wildes Herz, nenne. Das Wild ist halt auf die freie Natur, auf die Wildnis im Endeffekt bezogen und dass das Herz halt nur mal an dieser Wildnis hängt. Das locke ich jetzt einfach mal ein. Ja, viel Glück mit deinem neuen Pferd. Danke, danke. Was dieses Pferd alles kann, wie es sich bewegt und wofür ich mich entschieden habe, wie ich das Ganze ausstatten möchte, das sehen wir jetzt. Ja, und da sind wir auch schon wieder und ich bin ganz ehrlich, da ist mir die Auswahl diesmal wirklich sehr leicht gefallen und ich habe die Sachen auch sehr schnell gefunden. Und zwar fangen wir mal beim Sattel an. Ich habe Franziskas schwarzen Sattel gewählt. Dann, ich glaube, das dazu passende Zaumzeug, Franziskas schwarzes Zaumzeug habe ich ausgewählt. Und ich habe hier diese schwarze, oh, ich sehe gerade, es ist auch die passende Satteldecke, Franziskas schwarze Satteldecke. Die 3 Teile hier habe ich ausgewählt und ich muss sagen, dass die Kombination mit dem Schwarz-Weiß richtig, richtig gut bei dem Pferd zur Geltung kommt. Ich hatte zuerst ernsthaft überlegt, irgendwas Grünes zu nehmen wegen den grünen Augen. So eine grüne Satteldecke würde auch gar nicht so schlecht aussehen. Wenn man mal so guckt, passend auf jeden Fall zu den Augen. Aber ich habe mich dann letztendlich doch für ja, eine komplette Schwarz-Weiß-Optik entschieden. Irgendwie sieht das Pferd so immer aus, als ob es gerade mal muss. Ja, und damit sind wir jetzt im Freien. Moment, Moment, so schnell wollte ich hier nicht anfangen. Also erstmal die normale langsame Gangart. Die sieht so aus. Eigentlich ganz lustig irgendwie, wie es das Köpfchen bewegt. Dann eine Stufe drüber sieht das Ganze dann so aus. Ich finde, es sieht ein bisschen unnatürlich aus, wie die Hufe so nach unten heruntergespitzt werden. Aber naja, gut. Es sieht nicht schlecht aus, aber es sieht etwas unnatürlich aus, finde ich. Das ist dann der langsame Trab. Und wir schalten nochmal einen Gang höher. Und wir gehen ins richtige Galoppieren über. So sieht das Ganze dann aus. Und wir gucken, dass wir nirgendwo reindonnern. Dann springen wir nochmal mit dem Pferd.
So, und stoppen das Ganze mal eben. Dieses Rumgetappel, das habe ich ja schon im letzten Video gesagt, wo wir ja das andere Jorvik'sche Urfett geholt haben. Finde ich gleichzeitig sehr unnatürlich, aber gleichzeitig auch irgendwie lustig. Wir schauen uns das nochmal kurz an. So wird gestoppt und dann tappel, tappel, tappel. Keine Ahnung, warum das so gemacht worden ist. Es sieht, wie gesagt, unnatürlich aus, aber irgendwie auch lustig. So sieht das Ganze aus, wenn das Pferd steigt. Jetzt kommen wir hier gleich an eine Ecke, wo wir nicht hinwollen. Machen wir das hier nochmal, damit das nicht durch irgendwas behindert wird in der Sicht. Und ja, das, das ist jetzt natürlich ein tolles Standfoto. Machen wir da einfach mal ein Bild von. Sieht nämlich irgendwie ganz lustig aus. So. Okay, was ich aber eigentlich wollte, ist euch nochmal diese mega geilen Augen zu zeigen. Das hat hier so einen leicht grünlichen Schimmer unten drin. Gut, oben sind sie ein bisschen dunkler. Und natürlich diese Pinselohren. Ich liebe diese Pinselohren. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde sie einfach nur klasse. So, jetzt sind wir hier wieder rausgeflogen. So, und als letztes werden wir uns dem Pferd nochmal zuwenden und das Pferd führen. Heute sollte es etwas besser klappen. Ja, perfekt. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir das Pferd führen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde, das sieht immer sehr, sehr schön aus, wenn ein Pferd geführt wird. Und ich finde es auch ganz toll, dass Star Stable überhaupt diese Funktion eingebaut hat, weil man damit natürlich auch tolle Sachen in Sachen Rollenspiel machen kann, unter anderem. Und jetzt kommen wir hier irgendwie an den Hindernissen vorbei, deswegen führe ich das Pferd jetzt nochmal ein bisschen hier raus. Ja, ich finde es einfach richtig, richtig nice, diese Funktion. Das ganze Pferd finde ich irgendwie richtig schön. Es sieht unheimlich toll aus, finde ich. Nee, nein, stopp. Rede ich in die andere Richtung? Genau, dahin. Ja, du sollst das Pferd natürlich nicht hier irgendwie ziehen oder so. Ich mache das mal so, damit wir noch mal ein bisschen von nah gucken können. Also wie gesagt, ich finde so die Kombination von der Farbe her richtig klasse. Ich werde es auf jeden Fall demnächst mal leveln, weil diese Jorvik'schen Urpferde, die ich jetzt hier in einem neuen Bereich gefunden habe, die haben es mir irgendwie voll angetan, ehrlich gesagt. Und ja, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis wir hier auch wieder auf Level 15 sind, aber ich hoffe nicht allzu lange. Ich kann euch leider nicht zeigen, wie es aussieht, wenn die Mähne bzw. der Schweif geändert wird, weil, wie gesagt, es handelt sich um ein Jorvik'sches Urpferd und da ist dies nicht möglich. Was ich persönlich aber auch nicht schlimm finde, weil ich die Original-Optik, ja, ich sag mal, der meisten Pferde, nicht aller, aber der meisten Pferde sehr viel schöner finde, als wenn man das Ganze irgendwie abändern würde. Ja, das war es dann auch schon vom heutigen Video. Ich habe dann leider nichts mehr zu zeigen oder zu sagen über dieses Pferd und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.